Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Ich glaube, ich werde heute mal ein bisschen vorlesen, oder? Da gehe ich mal hier in meine Objekte und ich habe eine neue Stufe übrigens erhalten. Was habe ich denn noch nicht vorgelesen? Second Seed, ist das auf Englisch dann auch? Okay, wenn es auf Englisch ist, dann ist das jetzt ein bisschen blöd. Könnte ich natürlich vorlesen, aber dann versteht es auch keiner. Ich glaube, die englischen Bücher werde ich jetzt nicht mehr vorlesen. Die lasse ich jetzt fallen. A Dance and Fire. Oh Mann, schade, dass es nicht übersetzt ist. Sehr, sehr schade. Fallen lassen. Aedra und Dedra. Aedra und Dedra. Ich denke, damit werden wir heute mal starten. Die Bezeichnung von Göttern, Dämonen, Aedra und Dedra sind für den Laien im Allgemeinen verwirrend. Sie werden oft so verwendet, als wären sie austauschbar. Aedra und Dedra sind keineswegs vage Begrifflichkeiten. Sie entstammen dem Elfischen und sind äußerst exakt. Azura ist sowohl in Himmelsrand als auch in Morrowind ein Dedra. Aedra wird gewöhnlich mit Vorfahr übersetzt, was dem elfischen Konzept so nahe kommt, wie es auf Cyrodiilisch eben geht. Dedra bedeutet grob, nicht unsere Vorfahren. Für die Dunmer war diese Unterscheidung äußerst wichtig, da sie ihre grundsätzliche ideologische Trennung in ihrer mythischen Genealogie widerspiegelt. Aedra stehen für Stillstand, Dedra für Wandel. Aedra schuf die sterbliche Welt und sind an die Knochen der Erde gebunden. Dedra können nichts erschaffen, aber dafür verändern. Im göttlichen Vertrag der Schöpfung wurde festgelegt, immerhin gibt es sowas, einen göttlichen Vertrag der Schöpfung. Nicht schlecht. Dass Aedra getötet werden können. Beachtet etwa Lorcan und die Monde. Die wandelbaren Dedra, für die diese Regeln nicht gelten, können nur gebannt werden. Ah, so haben wir jetzt auch schon mal den Unterschied zwischen Aedra und Dedra kennengelernt. Das war jetzt auch ein süßes kleines Büchlein. Dann werfen wir das Ganze auch mal weg. Anzarost and the Dunmer ist leider auch auf Englisch. Schade, dass jetzt so viel auf Englisch ist. Das ist jetzt durch die Mods, glaube ich, passiert. Anzarost and the Dunmer. Ghost Walk Among Them. Schade, ich würde es sehr gerne vorlesen. Aber auf Englisch ist es halt dann doch ein bisschen anstrengend. Also nicht anstrengend, aber es ist halt jetzt nicht so cool. Das habe ich sogar zweimal, das Buch. Da fallen sie runter. Ich glaube, ich mache das anders. Ich werde jetzt noch weiter vorlesen, aber ich glaube, ich werde die dann verkaufen. Die ersten. Muss ich mir nur merken, wie viel ich dann schon vorgelesen habe. So, wir lesen weiter vor. Arvils Tagebuch haben wir ja schon hinter uns. Battle of Sancretor. Die Biografien. Da lesen wir mal ein bisschen mehr von vor. Biografie der Königin Barentia, Band 1, von Stern Gamboge, kaiserlicher Schreiber. Gegen Ende der zweiten Ära wurde den Herrschern des Königreichs Gramfeste, der heutigen kaiserlichen Provinz Morrowind, ein Mädchen namens Barentia geboren. Sie wurde bis zum Alter von 5 Jahren in Prunk und der Sicherheit aufgezogen, die einem königlichen, dunkelelfischen Kind angemessen waren. Zu dieser Zeit forderte seine Majestät Tibar Septim I., Kaiser von Tamriel, dass die dekadenten Herrscher Morrowinds sich ihm unterwerfen und kaiserliche Reformen durchführen sollten. Im Vertrauen auf ihre gerühmten magischen Fähigkeiten wagten die Dunkelelfen dies abzulehnen, bis Tibar Septims Streitmacht an den Grenzen stand. Die nun doch mehr als bereiten Dunmar unterzeichneten hastig einen Waffenstillstandsvertrag. Insbesondere, da es zuvor einige Schlachten gegeben hatte, von denen eine Gramfeste, das heutige Almaxia genannt, komplett verwüstete.
Die kleine Prinzessin Barentia und ihr Kindermädchen wurden in den Trümmern gefunden. Der kaiserliche General Symmachus, selbst ein Dunkelelf, wies Tiber Septim darauf hin, dass das Kind eines Tages sehr wertvoll sein könnte, und deshalb wurde sie bei einem loyalen Anhänger untergebracht, der sich kürzlich aus dem kaiserlichen Heer zurückgezogen hatte. Sven Advensen war bei seinem Eintritt in den Ruhestand der Titel eines Grafen verliehen worden. Sein Leben Finstermoor war eine kleine Stadt im zentralen Himmelsrand. Graf Sven und seine Frau zogen die Prinzessin als ihre eigene Tochter auf, achteten darauf, dass sie eine angemessene Ausbildung erhielt und ganz besonders darauf, dass ihr die kaiserlichen Tugenden Gehorsam, Verschwiegenheit, Loyalität und Ehrfurcht nahegebracht wurden. Kurz gesagt, sie wurde darauf vorbereitet, ihren Platz in der neuen Herrscherklasse Morrowinds einzunehmen. Die junge Barentia wuchs zu einer schönen, anmutigen und intelligenten Frau heran. Sie hatte ein sanftes Wesen und war eine Freude für ihre Adoptiveltern und deren 5 kleinen Söhne, die sie wie eine leibliche ältere Schwester liebten. Abgesehen von ihrem Aussehen unterschied sie sich von anderen jungen Mädchen in ihrer Klasse nur darin, dass sie eine starke Zuneigung für Wald und Wiesen empfand und manchmal ihren Haushaltspflichten entfloh, um darin umherzuwandern. Barentia war bis zu ihrem 16. Lebensjahr glücklich und zufrieden, als ein hinterhältiger Stallbursche, ein Waise, mit dem sie sich aus Mitleid angefreundet hatte, ihr erzählte, dass er ein Gespräch zwischen ihrem Beschützer Graf Sven und einem Besucher der Rotwadronen belauscht habe. Sie solle als Konkubine nach Rihad verkauft werden, da kein Nord oder Bretone sie ihrer schwarzen Haut wegen heiraten würde und auch kein Dunkelelf sie haben wolle, weil sie in der Fremde aufgezogen worden war. »Was soll ich nur tun?« fragte das arme Mädchen, weinte und zitterte, da sie in Unschuld und Vertrauen aufwachsen und gar nicht daran dachte, dass ihr Freund, der Stallbursche, sie anlügen könnte. Der hinterhältige Junge, der Kumma genannt wurde, sagte ihr, dass sie weglaufen müsse, wenn sie sich etwas wert sei, und dass er als ihr Beschützer mit ihr kommen wolle. Tief bekümmert stimmte Barentia diesem Plan zu. In der gleichen Nacht verkleidete sie sich als Junge und die beiden flohen in die nahe Stadt Weißlauf. Nach ein paar Tagen konnten sie als Wächter für eine verrufene Handelskarawane anheuern. Die Karawane war gen Osten unterwegs und versuchte auf trügerische Weise der auf den kaiserlichen Straßen erhobenen Maut zu entgehen, indem sie abgelegene Wege benutzte. Auf diese Weise entzog sich das Paar der Verfolgung, bis sie in der Stadt Riften ankamen, wo sie eine Weile blieben. Sie fühlten sich in Riften sicher, da es nahe der Grenze Morrowinds lag und Dunkelelfen zum Stadtbild gehörten. Okay, also sind sie dann gemeinsam nach Riften geflohen? Wie geht es denn weiter? Biografie Nummer 2. Der erste Band dieser Reihe erzählt die Geschichte von Barentia Herkunft. Sie war Erbin des Thrones von Gramfeste, bis ihr Vater gegen seine Majestät Tiber Septim dem Ersten rebellierte und Unheil und Zerstörung über die Provinz Morrowind brachte. Vor allem dank der Güte des Kaisers wurde das Mädchen Barentia nicht zusammen mit ihren Eltern getötet, sondern vom Grafen Sven von Finstermoor aufgezogen, einem loyalen Vertrauten des Kaisers. Sie wuchs als schönes und frommes Kind heran, in der sicheren Obhut ihres Beschützers. Dieses Vertrauen wurde von einem heimtückischen Stallburschen ausgenutzt, ein Waisenjunge, der auf Graf Svens Anwesen arbeitete. Kurz nach ihrem 16. Geburtstag brachte er sie mit Lügengeschichten dazu, mit ihm aus Finstermoor zu fliehen. Nach vielen Abenteuern unterwegs ließen sie sich in Riften nieder, einer Stadt in Himmelsrand nahe der Grenze Morrowinds. Der Stallbursche Kuma meinte es aber nicht böse. Er liebte Barentia auf seine eigene, selbstsüchtige Art und hielt Täuschung für das einzige Mittel, ihre Bindung an ihn zu festigen. Nicht sehr nett. Sie empfand allerdings lediglich Freundschaft für ihn, aber er hoffte, dass sie eines Tages ihre Meinung ändern würde.
Er wollte einen kleinen Hof kaufen, sich niederlassen und eine schöne Ehe führen. Aber zu dieser Zeit verdiente er kaum genug, um sie beide versorgen und unterbringen zu können. Nach nur kurzer Zeit in Riften freundete sich Kuma mit einem dreisten, niederträchtigen Khajiitischen Dieb namens Teres an, der vorschlug, in das Haus des kaiserlichen Kommandanten im Herzen der Stadt einzubrechen. Teres sagte, er habe einen Kunden, einen Verräter des Kaiserreiches, der gut für alle Informationen bezahlen würde, die sie dort fänden. Barentsja belauschte zufällig das Gespräch und war entsetzt. Sie stahl sich aus ihrer Unterkunft und lief voll Verzweiflung durch die Straßen Riftens, hin und her gerissen zwischen ihrer Loyalität gegenüber dem Kaiserreich und der Liebe zu ihren Freunden. Schließlich siegte die Loyalität gegenüber dem Kaiserreich über persönliche Freundschaften und sie begab sich zum Haus des Kommandanten, offenbarte ihre wahre Identität und warnte ihn vor dem Plan ihrer Freunde. Der Kommandant hörte sich ihre Geschichte an, lobte ihren Mut und versicherte ihr, dass ihr kein Leid geschehen werde. Er war niemand anders als General Symmachus, der das Land seit ihrem Verschwinden auf der Suche nach ihr durchkämmt hatte und gerade erst in Riften angekommen war. Das ist nicht so gut. Er nahm sie in seine Obhut auf und informierte sie darüber, dass sie keinesfalls verkauft, sondern als Königin von Gramfeste eingesetzt werden sollte, okay? Sobald sie 18 Jahre alt sei. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte sie bei der Familie Septims in der neu erbauten Kaiserstadt leben, wo sie die Grundlagen des Regierens erlernen und dem kaiserlichen Hof vorgestellt werden sollte. In der Kaiserstadt freundete Barentsja sich mit Kaiser Tiber Septim an, der sich in den mittleren Jahren seiner Herrschaft befand. Tibers Kinder, vor allem sein ältester Sohn und Erbe Pelagius, liebten sie wie eine Schwester. Die Balladen dieser Tage rühmten ihre Schönheit, Reinheit, Klugheit und Gelehrsamkeit. Zu ihrem 18. Geburtstag kam die ganze Kaiserstadt, um den Abschiedsfeierlichkeiten vor ihrer Rückkehr in ihr Heimatland beizuwohnen. So betrübt sie auch über ihre Abreise waren, so wussten doch alle, dass sie für ihre glorreiche Bestimmung als Herrscherin des Kaiserreichs Gramfeste bereit war. So ging das dann also. Dann haben wir aber noch den dritten Band ihrer Biografie. Der zweite Band dieser Reihe erzählte, wie Barentsja in der neu gebauten Kaiserstadt vom Kaiser Tiber Septim und seiner Familie freundlich aufgenommen und während ihres fast einjährigen Aufenthalts wie eine lange verloren geglaubte Tochter behandelt wurde. Nach einigen glücklichen Monaten, in denen sie ihre Aufgaben als Vasallenkönigin unter der Herrschaft des Kaiserreichs kennenlernte, eskortierte der kaiserliche General Symmachus sie nach Gramfeste, wo sie unter seiner weisen Führung ihre Pflichten als Königin ihres Volkes aufnahmen. Sie verliebten sich schließlich ineinander, und ihre Hochzeit und Krönung fand mit einer großartigen Zeremonie statt, die der Kaiser persönlich durchführte, natürlich. Nach einigen hundert Ehejahren wurde dem Königspaar ein Sohn namens Helset geboren. Erst nach einigen hundert Ehejahren kam erst das Kind zur Welt? Okay. Zu großen Feiern und freudigen Dankgebeten. Obwohl es zu diesem Zeitpunkt nicht offiziell bekannt war, wurde kurz vor diesem gesegneten Ereignis der Stab des Chaos aus seinem Versteck tief unten in den Minen von Gramfeste von einem geschickten, geheimnisvollen Baden gestohlen, der nur als Nachtigall bekannt war. 8 Jahre nach Helsets Geburt gebar Barentsja eine Tochter, die nach Symmachus' Mutter Morigia genannt wurde. Die Freude des Königspaars schien unermesslich. Leider verschlechterten sich kurz darauf die Beziehungen zum Kaiserreich auf sonderbare Weise, was zu großer Unruhe in der Bevölkerung von Gramfeste führte. Nach fruchtlosen Nachforschungen und Versöhnungsversuchen reiste Barentsja mit ihren kleinen Kindern persönlich in die Kaiserstadt, um das Gespräch mit Kaiser Uriel Septim zu suchen. Symmachus blieb in Gramfeste, um sich um die gereizten Bauern
und den verärgerten Adel zu kümmern und alles in seiner Macht Stehende zu tun, um einen drohenden Aufstand abzuwehren. Während ihrer Audienz beim Kaiser erkannte Barens ja dank ihrer magischen Fähigkeiten mit Schrecken und Bestürzen, dass der vermeintliche Kaiser ein Betrüger und niemand anderes als der Bade Nachtigall war, oh, der den Stab des Chaos gestohlen hatte. Stab des Chaos, Was kann man damit machen? Chaos anrichten. Tja. Mit großer Selbstbeherrschung konnte sie diese Erkenntnis vor ihm verbergen. An diesem Abend kam die Nachricht, dass Symmachus, oh nein, im Kampf gegen die aufständischen Bauern von Gramfeste gefallen war und das Königreich von den Rebellen übernommen wurde. Nun wusste Barens ja nicht, wo und bei wem sie Hilfe suchen konnte. In dieser schicksalshaften Nacht achteten die Götter offensichtlich auf sie, quasi als Wiedergutmachung ihres Verlustes. König Edwir von Hochfels, ein alter Freund von Uriel Septim und Symmachus, kam, um ihr beizustehen. Er tröstete sie, sicherte ihr seine Freundschaft zu und bestätigte außerdem ihren Verdacht, dass der Kaiser nicht der war, der er vorgab zu sein. Es handelte sich bei ihm um niemand anderen als Yagatan, den kaiserlichen Kampfmagier, zu dessen vielen Identitäten auch die von Nachtigall gehörte. Tan hatte sich vermeintlich in die Abgeschiedenheit zurückgezogen und seinen Posten mit seiner Gehilfin Ria Silmane besetzt. Die glücklose Gehilfin kam später unter mysteriösen Umständen zu Tode. Ein Komplott, in das sie scheinbar verwickelt war, wurde noch rechtzeitig aufgedeckt und sie wurde kurzerhand hingerichtet. Ihr Geist war jedoch Edwir im Traum erschienen und hatte ihm eröffnet, dass der wahre Kaiser von Tan entführt worden war und in einer anderen Dimension gefangen gehalten wurde. Okay. Tan hatte sie mit dem Stab des Chaos getötet, als sie versucht hatte, den Ältestenrat vor seinem ruchlosen Verrat zu warnen. Gemeinsam schmiedeten Edwir und Barentia einen Plan, um das Vertrauen des falschen Kaisers zu gewinnen. Inzwischen wurde ein Freund von Dria, der nur als der Champion bekannt war und große, aber damals noch ungeahnte Fähigkeiten besaß, in den kaiserlichen Verließen eingekerkert. Sie hatte jedoch Zugang zu seinen Träumen und bat ihn, so lange auszuharren, bis sie eine Fluchtmöglichkeit für ihn gefunden habe. Dann könnte er mit der Demaskierung des Betrügers beginnen. Währenddessen ließ Barentia dem falschen Kaiser gegenüber ihren Charme spielen und gewann schließlich seine Freundschaft. Als sie in seinem geheimen Tagebuch las, erfuhr sie, dass er den Stab des Chaos in 8 Teile zerbrochen und diese in weit entfernte Teile Tamriels versteckt hatte. Wie mit den Dragon Balls. Sie konnte einen Nachschlüssel für die Zelle von Rias Freund beschaffen und bestach einen Wächter, ihn wie zufällig dort liegen zu lassen. Ihr Champion dessen? Dame selbst Barentia und Edwira unbekannt war, konnte durch eine Tür fliehen, die Ria in einem verlassenen Teil der kaiserlichen Verließe mit ihren schwindenden Kräften geöffnet hatte. Der Champion war endlich frei und machte sie fast sofort an die Arbeit. Barentia brauchte mehrere Monate, um die Verstecke aller 8 Teile des Stabes herauszufinden, indem sie Gespräche belauschte und hin und wieder heimliche Blicke in Tans Tagebuch warf. Sobald sie die wichtigen Informationen hatte, die unverzüglich an Ria und von dieser wiederum an den Champion weitergegeben wurden, verloren sie und Edwir keine Zeit. Sie flohen nach Wegesruh in das Königreich seiner Vorfahren in der Provinz Hochfels, wo sie die vereinzelten Versuche von Tarns Spießgesellen abwehren konnten, sie in die Kaiserstadt zurückbringen oder wenigstens Rache zu üben. Tan, was auch immer über ihn gesagt werden konnte, ließ sich von niemandem zum Narren halten, außer vielleicht vom Barentia. Und er konzentrierte den größten Teil seiner Anstrengungen darauf, den Champion zu finden und zu töten. Und wie alle heute wissen, schaffte es der mutige, unermüdliche und für immer namenlose Champion, die 8 Teile des Stabes des Chaos zu vereinen. Mit ihm vernichtete er Tan und befreite den wahren Kaiser Uriel Septim dem 7. Nach dem, was als Wiederherstellung bekannt wurde, hielt man in der Kaiserstadt eine große Staatstrauer für Symmachus ab,
dem Mann, der so lange und treu der Septim-Dynastie gedient hatte. Barentsia und der gute König Edwir hatten während ihrer Aufgaben und Abenteuer tiefe Gefühle füreinander entwickelt und heirateten noch im gleichen Jahr. Das ist ja schön, dass sie dann immerhin nochmal eine neue Liebe gefunden hat. Kurz nach ihrer Flucht aus der Kaiserstadt. Ihre beiden Kinder aus ihrer früheren Ehe mit Symmachus blieben bei ihnen und ein Vertreter wurde bestimmt, in ihrer Abwesenheit Gramfeste zu regieren. Bis zur heutigen Zeit lebt Königin Barentsia in Wegesruhe zusammen mit Prinz Helset und Prinzessin Morrigia. Dann müssen wir doch mal Wegesruhe besuchen. Sie hat vor, nach Edwirs Tod nach Gramfeste zurückzukehren. Da er bei ihrer Hochzeit bereits älter war, weiß sie, dass dieser Zeitpunkt nach elfischen Maßstäben leider nicht weit entfernt ist. Bis dahin teilt sie die Führung des Königreiches von Wegesruhe mit ihrem Gatten und scheint mit ihrem nunmehr ruhigen und wenig aufregenden Leben glücklich und zufrieden zu sein. Das ist doch mal ein schönes kleines Happy End. Schön. Ja, damit würde ich sagen, ist die Vorlesefolge für heute vorbei. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.